Guten Tag und herzlich willkommen zum Webinar von Cycle zu Microsoft Teams. Mein Name ist George Streit. Ich arbeite als Consultant und Projektleiter bei Cycle und begleite Kundenprojekte in der digitalen Transformation. Und heute neben mir auch Luca Petracaro. Er ist Senior Cloud Architect bei Cycle und bringt langjährige Erfahrungen mit im Bereich SharePoint und in Microsoft Teams. Hallo allerseits. Lassen Sie mich einen kurzen Blick auf die Agenda werfen. Heute der Fokus, unser Hauptbereich, den wir aufzeigen werden, ist Governance in Microsoft Teams. Luca wird drei Schritte zeigen, was es zu beachten gibt bei der Einführung von Team Governance. Und wir werden auch darauf eingehen, wie unsere Programme dort aussehen. Housekeeping vorab, eat your own dog food. Das Webinar wird mit Teams Live-Events durchgeführt. Sie können laufend Fragen stellen, welche wir dann im Closing beantworten werden. Klicken Sie dazu oben rechts auf das Fragezeichen. Das Webinar wird aufgezeichnet und das Recording wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie haben weiter die Möglichkeit, unten rechts Untertitel einzublenden in Englisch oder Deutsch, wenn Sie diesen Bedarf haben. Und wir starten jetzt mit ein paar Worten, wer Sie hier in diesem Webinar begrüßt. Cycle wurde vor über 20 Jahren in Basel gegründet, war einer der ersten SharePoint-Partner von Microsoft in der Schweiz und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt zu einem Spezialisten, wenn es um Digital Workplace, Cloud Infrastructure, Azure Security, Identity und Netzwerk geht. Heute zählen wir mehr als 60 Mitarbeiter an den Standorten Basel, Zürich und Bern. Luca und ich begrüßen Sie heute aus Bern. Neben individuellen Kundenprojekten haben wir auch zwei Standardlösungen entwickelt. Matchpoint ist eines der erfolgreichsten Turnkey-Intranet-Produkten, basierend auf SharePoint On-Prem und Online, und eine Mitarbeiter-App für Unternehmenskommunikation. Wir sind stark fokussiert auf die Microsoft-Plattform, was sich auch in unseren Zertifizierungen durch Microsoft ausdrückt. Wir sind mittlerweile siebenfacher Goldpartner von Microsoft. Seit letztem Jahr sind wir nur Teil der weltweit operierenden Lifetiles-Gruppe. Das ist ein führender Anbieter von intelligenten Arbeitsplatzlösungen. Warum Teams? Also diese Frage, warum Teams, warum Microsoft Teams, haben sich in den vergangenen Wochen wohl viele gestellt. Ja, Teams ist eine vertrauenswürdige Plattform, wie wir finden, auch durch unzählige Zertifikate belegt. Teams ist eingebettet in Office 365 und die am weitesten verbreitete Plattform für Kollaboration. Aber vor allem hat Teams in den vergangenen Wochen bewiesen, dass es extrem skalierbar ist und eine notfallsichere Lösung. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige Nutzerzahlen, die Microsoft letzte Woche veröffentlicht hat. Wir sehen hier heute täglich über 75 Millionen Benutzer, was in diesem Kontext auch interessant ist. Die Videokonferenzen sind in den letzten Wochen extrem angestiegen. Also wir erleben einen richtigen Microsoft Teams Boom. Wir haben zum Beispiel auch in der Schweiz doppelt so viele Videokonferenzen wie vor Corona. Microsoft Teams bei Lifetiles. Einerseits sind diese Veränderungen sicherlich auch auf den Ausbruch und die Maßnahmen gegen Corona zurückzuführen. Aber wir glauben auch, dass vieles davon wirklich Verhaltensveränderungen sind.
und dauerhafte Shifts wie Technologie am digitalen Arbeitsplatz eingesetzt wird. Teams vereinfacht nicht nur die Arbeit mit verschiedenen Tools innerhalb von Office 365 und integriert sie in Gruppen, Projekte, sondern lässt auch zu, dass externe Third-Party-Apps eingebunden werden. Das heißt also, gibt es hier im Unternehmen Bedarf, bereits bestehende und benutzte Apps einzubauen, bietet Team hier optimale Möglichkeiten. Als Lifetiles versuchen wir zudem, den intelligenten Arbeitsplatz zu ergänzen mit Lösungen für Mitarbeiterkommunikation in Teams, aber auch für das Managen von Gruppen, Intranets, Prozesse. Und es geht schließlich darum, Ordnung zu halten und intelligente Tools so einzubauen, dass die Nutzer die Daten immer ajour haben und auch entsprechend pflegen, sauber halten können. Dies alles ist für uns Microsoft Teams, der intelligente Arbeitsplatz, der in einer Plattform alle diese Anforderungen und diese Möglichkeiten zusammenführt. Wir haben einen Microsoft Teams Praxis Guide geschrieben zu den häufigsten Fehlern, die uns aus Kundenprojekten, aber auch auf unserer langjährigen Erfahrung mit Teams bewusst sind und auf die wir gerne hinweisen. Wir haben einen Praxis Guide dazu erstellt. Weiter finden Sie auf unserer Website in der Encyclopedia einen Blogartikel dazu. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lang werde, denn in diesen Handlungsfeldern ist mein Herzblut. Ich versuche kurz drei Punkte herauszugreifen. Erster Punkt, Einführung von Teams als reines IT-Projekt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir bei der Einführung Microsoft Teams als Veränderungsprozess konzipieren. Die Einführung von Microsoft Teams sollte von starkem Change Management getragen werden. Also wir stellen uns Fragen wie zum Beispiel, welche Art von Teams gibt es? Abteilungs-, Projekt- oder Kundenteams? Wer soll Mitglied eines Teams sein? Aktiv, passiv? Wer nicht? Wie informiere ich andere, die nicht Mitglied des Teams sind? Welche Funktionen, zum Beispiel Chats, Ad-Erwähnungen, E-Mails, Weiterleitungen und so weiter, werden für welchen Zweck angewendet? Wie verläuft die Kommunikation innerhalb eines Teams? Wie arbeiten wir gegen außen, zum Beispiel mit Externen? Wann informiere ich mehr und so weiter? Sehr wichtig, keine Definition von Use Cases. Wir verwenden am Anfang genügend Zeit mit x funktionalen Gruppen von Anwendern, also mit End-Usern, um die verschiedenen Use Cases genau zu beschreiben. Und hier ist für uns zentral, wer möchte was, warum erreichen. Und wir challengen diese Use Cases mit bestimmten Vorfällen und Aktionen. Und das Zentrale, einer der wichtigsten Punkte, kein Leading by Example der Geschäftsleitung. Also wenn Microsoft Teams zum Hub für Kollaboration werden soll, dann müssen die wichtigsten Business Apps in Teams stattfinden und die Geschäftsleitung muss sich als Teil der Zusammenarbeit in Teams begreifen und sich natürlich als gutes Beispiel für die neue Arbeitsweise einbringen. Unternehmenskommunikation durch eine Mitarbeiter-App soll in Teams integriert werden, aber auch außerhalb von Teams alle erreichen. Also das heißt, externe Mitarbeitende, mobile Mitarbeitende und so weiter. Und last but not least, Governance, unser heutiges Thema, wir kommen gleich dazu. Lassen Sie mich abschließend zur Einleitung noch ein paar Worte über unsere Methodik verlieren. Microsoft Teams Deployment. Als Cycle definieren wir normalerweise ein einfaches Vorgehen von Teams und Office 365. Die wesentlichen Aspekte werden dadurch abgedeckt, dass dies einmal oder idealerweise auch mehrmals durchlaufen wird. Zuerst geht es darum,
im Teil Envision die neue Arbeitsweise zu verstehen und für sich herauszufinden, welche Arten von Teams man selber hat, Apps, die integriert werden müssen, oder vielleicht hat man ein Interesse, dass bereits Bestehendes integriert werden muss. Dann geht es an die Einführung. Implement, sehr wichtig, dass man verschiedene Dinge richtig macht am Anfang, sonst räumt man später mit Schmerzen auf. Dann erst geht es an die Einführung und wie viel Agilität ist gut, das heißt, wie viel Kontrolle ist notwendig, haben wir flache Hierarchien, völlige Autonomie oder gibt es Unternehmensgrundsätze, Policies und so weiter, die zu beachten und kontrollieren sind. Das sind die wesentlichen Inhalte von Manage. Zu guter Letzt, was tun wir dafür, dass mehr Nutzer Teams häufiger verwenden und immer besser darin werden, die Vorteile auch wirklich auszunutzen? Das ist der Bereich Adopt. Dort arbeiten wir auf der Grundlage eines Adoption-Plans, den wir gleich direkt in Teams mit den Kunden erstellen und dann auch mit Change Management begleiten. Ich möchte jetzt überleiten zum heutigen Hauptteil. Luca, bist du bei uns? Ja, hallo zusammen. Gerne übernehme ich. Ja, das heutige Thema Governance. Und da würde ich eigentlich gerne gleich anfangen, mit euch vorzustellen, wieso Governance überhaupt wichtig ist in Microsoft Teams. Eines der wichtigsten Faktoren ist die fehlende oder falsche Implementation einer Struktur innerhalb von Microsoft Teams. Das führt dann dazu, dass Microsoft Teams nicht richtig angewendet ist und man so eigentlich noch viel weniger produktiver ist, als man es vorher gewesen ist. Wichtige Aspekte, die dann auch rund um Microsoft Teams sich bewegen, ist eigentlich die ganze Data Storage Geschichte. Microsoft Teams ist eine SaaS-Lösung, die sich in einer öffentlichen Cloud befindet, und hier in der Schweiz ist es oft ein wichtiges Thema, eben zu wissen, wo befinden sich die Daten, mit denen ich arbeite? Wer hat Zugang zu diesen Daten? Und ein wichtiger Punkt kann auch sein, eben wer im Unternehmen Zugang hat, auf was für Dateien oder Teams. Nicht auch zu guter Letzt auch die unkontrollierte Erstellung von Teams. Falls man für einen einzelnen Zweck zwei verschiedene Teams erstellt, Beispiel, weiß man dann nicht mehr, sind die Daten in Team A oder Team B. Das kann dann auch dazu führen, dass man lange braucht, um diese Daten wieder zu finden. Somit ist man eigentlich wieder am Anfang, man ist gar nicht effizienter worden, sondern viel träger. Deshalb ist es wichtig, dass man die Governance von Anfang an appliziert. Schauen wir uns noch kurz, was hinter Microsoft Teams steckt, die Architektur von Microsoft Teams. Die zeigt uns, dass Teams eigentlich nur ein Client ist und im Hintergrund verschiedene Services laufen, wo immer Daten gespeichert sind. Ein Beispiel kann sein, wenn ich mit einer Person im 1:1-Chat Files austausche, dann werden diese in OneDrive abgespeichert. Files, die ich in einem Team generiere, befinden sich auf einer SharePoint-Online-Team-Seite. Und sämtliche Unterhaltungen werden dann auch über Gruppen-Mailboxes in Exchange Online gesteuert. Die Telefonie erfolgt dann über den Skype Calling Service. Hier haben wir das auch ein bisschen detaillierter zusammengestellt, wo was für Daten innerhalb von Microsoft Teams sich befinden. Zum Beispiel auch das heutige Recording des Webinars. Oder wenn ich innerhalb von Microsoft Teams ein Meeting aufnehme, wissen viele nicht, dass da auch noch der Dienst Microsoft Streams verwendet wird, wo zum Beispiel dann diese Recordings abgespeichert werden. Um die Governance wirklich gut zu kennen, muss man auch wissen, dass
hinter der Architektur von Microsoft Teams Office 365 Groups, respektive seit ein paar Wochen Microsoft 365 Groups dahinter stecken. Microsoft 365 Groups ist das grundlegende Mitgliedschaftsdienst, der die ganze Zusammenarbeit in Microsoft 365 steuert. Applikationsübergreifend werden da die Identitäten an Funktionalitäten von Microsoft 365 verknüpft. Gerne würde ich euch in einer kleinen Demo zeigen, wie das im Hintergrund dann aussieht. Wir haben hier ein extra schlechtes Beispiel aufgebaut. Zum Beispiel haben wir hier sehen wir da ein Marketing-Team, Marketing 2019 und Marketing 2020. Das ist das Resultat einer fehlenden Informationsarchitektur oder einer altmodischen Informationsarchitektur, wo man immer noch im File-Share-Gedanke arbeitet. Und da kommt es dann eben dazu, dass man nicht mehr weiß, ob jetzt die Kampagne, die im 2019 mit den Drohnenvermarktung angefangen hat, ob die Daten jetzt im 2019er oder im 2020er Team sind. Es entstehen Duplikate, es entstehen ganz viele Teams, wo man auch keine Archivierung zum Beispiel davon hat. Resultat ist völlig ineffizient. Eventuell weiß man auch gar nicht, ob man gewisse Daten mit externen geteilt hat. Ein Riesenchaos kann da entstehen, ein richtig großer Datenfriedhof. Wie vorher erwähnt, hinter Microsoft Teams befinden sich andere Dienste, wie zum Beispiel Exchange und SharePoint. Und so ist es wichtig zu wissen, dass auch jedes Mal, wenn ein Team erstellt wird, in Exchange Online auch eine Group erstellt wird. Und da sehen wir da gleich auch diese Marketing 2019 und 2020, die auch entsprechend eine E-Mail-Adresse erhalten oder eben in SharePoint Online auch eine Seite dazu erstellt wird, wo auch noch Daten drin sind. Also ohne Governance ist das Chaos eigentlich perfekt. Doch nun haben wir ein schlechtes Beispiel gesehen und bekommen so ein bisschen den Wunsch nach, hey, unbedingt schnell viel Governance applyen. Aber was passiert, wenn man zu viel Governance applyt? Ein kleines Beispiel aus dem Alltag, das mit den Kindern, das kennen die meisten von uns aus den vergangenen Wochen. Das Kind will unbedingt gamen. Wir sagen, nein, du darfst heute nicht spielen. Was dann passieren kann, ist Folgendes. Das Kind geht zum Nachbarn und es kommt zum Shadow Video Gaming. Analog Schatten IT. Unkontrolliert. Der Benutzer oder eben das Kind in diesem Fall weiß gar nicht, wo das Maß ist, kann das Maß nicht richtig einschätzen, hat keine Guidelines, hat einfach ein Verbot erhalten, hat einen anderen Weg dazu gefunden und das Resultat, es schläft ein noch vor dem Nacht, es wird keins Nacht essen, weil es zu müde ist, morgen ist es vollmudrig. Ja, das Beispiel von zu viel Governance in Microsoft Teams translated. Es führt zu einer schlechten User Experience und zu Schatten IT. Beispiele können sein, eben wenn in einem Unternehmen man definiert, hey, wir brauchen Microsoft Teams von Anfang an nur zum Chatten oder für Videocalls. Für den Endbenutzer, der moderne Arbeitsweisen vielleicht aus dem Privaten kennt, weil moderne Arbeitsweisen auch auf dem Smartphone vorhanden sind und offen sind, der findet dann vielleicht, hey, Teams genügt nicht mit genügt meinen Anforderungen nicht, brauche ich halt Zoom, WhatsApp und Dropbox. Ein anderes Beispiel ist es mit Gastzugang. Können die Benutzer keine Files mit Gästen sharen, laden sie das File runter und schicken es dann über Dropbox. Und dann sind die Files nicht unkontrolliert in der Microsoft Cloud, sondern sie sind dann unkontrolliert in einer Public Cloud, wo die Daten zum Beispiel auch in den USA sich befinden. Das völlige Gegenteil ist auch nicht in Ordnung.
gar keine Governance, führt zu unkontrollierter Teamerstellung und dann findet man eben die Konsistenz nicht mehr. Auch das führt zu Sicherheits- und Produktivitätslücken. Wichtig ist es, von Anfang an Guidelines zu erstellen, die eine Balance ermöglichen. Mit Guidelines kann man da zum Beispiel auch ein Lifecycle definieren. Man kann auch definieren, ob man mit Gästen arbeitet oder nicht. Und bevor man überhaupt Teams pilotiert oder Teams in irgendeiner Form einführt, ist es wichtig, dass man sich immer bedacht verhält und von Anfang an auf eine Balance zwischen Security und Business Requirements setzt. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass man die Mitarbeiter dazu auch schult, diese Guidelines zu respektieren. Und das hat dann eben auf IT-Seite zu tun, dass die IT dann verstehen muss, was für Sicherheitsaspekte ich in der Cloud beachten muss, was für Möglichkeiten ich da überhaupt habe. Oft gibt es in der Cloud Möglichkeiten, von denen wir uns in der On-Premise-Welt nichts ausmalen oder vorstellen konnten. Und es geht auch darum, die Business-Seite auch zu verstehen, was man mit dem Tool erreichen will. Was man mit dem Tool erreichen will, ist eigentlich der Hauptteil von wie führt man Governance ein. Der erste Schritt ist, wie ich vorher gesagt habe, Grundeinstellungen aus einer IT-Perspektive zu schaffen, die nicht zu restriktiv sind, um so eben das Tool evaluieren können und herauszufinden, wie kann das Tool Microsoft Teams, die Plattform Microsoft Teams, neue Arbeitsmethoden im Unternehmen fördern und wie kann die Produktivität gesteigert werden. Diese Grundeinstellungen sind wichtig, damit ein Pilot möglich ist in einem trotzdem sicheren und kontrollierten Umfeld. Wenn man zu viel Governance von Anfang an einfließen lässt, kann man sich das etwa so vorstellen. Man will einen Ferrari-Test fahren und das Pendant ist wirklich da. Microsoft Teams ist kann für gewisse Unternehmen wirklich zu einem Motor, zu einem sehr starken Motor werden für Zusammenarbeit und für effiziente Zusammenarbeit und moderne Arbeitsweisen. Will man einen Ferrari-Test fahren und es dann von Anfang an heißt, hey, du darfst nicht auf die Autobahn, du darfst nicht zu schnell fahren, du darfst die Haube gar nicht erstmal öffnen, dann weiß man ja gar nicht, ob der Ferrari tatsächlich das richtige Auto für einen ist. Bevor wir Teams bei unseren Kunden pilotieren, gehen wir dann immer mit den Grundeinstellungen so vor, und das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Slide zu sehen auch. Diese Grundeinstellungen, die vererben sich von oben nach unten. Zu oberst haben wir den Layer Azure AD. Dort finden Einstellungen statt, die über alles gelten. Und das lässt sich dann herunterbrechen zum Office 365 Tenant über die Gruppen bis zu den einzelnen Applikationen in O365 und zum einzelnen Team. Ich zeige euch kurz, wie man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wir sehen hier einen Blick unter der Haube von Azure Active Directory, was eigentlich so ein bisschen der Identity Backbone ist von jedem Office 365 Tenant. In Azure Active Directory befinden sich die Benutzer und hier zum Beispiel wird schon eingestellt, ob man mit externen zusammenarbeitet oder nicht. Und da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, Whitelisten, Domain-Whitelists hinzuzufügen, um die Zusammenarbeit nur mit gewissen zu ermöglichen. Es gibt auch die Möglichkeit, Gruppen, Benennungsrichtlinien zu definieren, die dann für alle Gruppen gelten oder eben auch ein Ablaufdatum für die Gruppen zu setzen.
Im Microsoft 365 Admin Center lassen sich alle Applikationen verwalten. Im Security und Compliance Center zum Beispiel gibt es ein ziemlich cooles Tool, was vor ein paar Wochen released wurde, die Möglichkeit, Vertraulichkeitslabels hinzuzufügen. Und so kann man auch definierte Labels einsetzen, die dann automatisch zum Beispiel Datenklassifizierung vornehmen innerhalb eines Teams. Zum Beispiel hier das Label C4 Secret. Da kann ich zum Beispiel hier innerhalb von Microsoft 365 Security und Compliance Center kann ich definieren, dass jedes Team, das zum Beispiel mit C4 benannt wird oder das Label applied wird, automatisch eine Datenverschlüsselung hat auf alle Daten, die sich innerhalb des Teams befinden, also auch innerhalb der SharePoint-Seite. Und man kann auch Regeln definieren, wie zum Beispiel nur Mitglieder können drin sein oder nur interne Benutzer können darin sein. Und das kann dann entsprechend ein gutes Beispiel sein für Governance und auch Informationsklassifizierung, weil es ist auch möglich, dass Files, die sich dann in einem solchen Team befinden, auch als solches erkannt werden und dann entsprechend von Anfang an verschlüsselt sind. Im SharePoint Admin Center, da kann man auch bereits das Verhalten definieren, was passiert, wenn ich Inhalte innerhalb von Teams oder eben SharePoint mit Gästen teilen, weil, wie vorher erwähnt, SharePoint und OneDrive sind Bestandteile, sind Datenhubs, die Microsoft Teams verwendet. Und wenn man da nichts einstellt und nur auf Teams etwas einstellt und das Gefühl hat, dass das dann wirkt, nein, leider ist es nicht so. Man muss alles in Office 365 gut bedacht einstellen, bevor man mit entsprechend der Zusammenarbeit mit dem Pilot beginnen kann. Zu guter Letzt kommen wir in den Teams-Einstellungen. Da kann man dann zum Beispiel eben einstellen, was man in Teams ermöglichen will, was für Apps man in Teams ermöglichen will und auch hier das Verhalten von Gästen innerhalb von Teams, ob sie Anrufe tätigen können, ob sie Nachrichten senden dürfen, ob sie GIFs senden dürfen. Man kann auch benennen, mit welchen Organisationen man innerhalb von Microsoft Teams dann auch kollaborieren will. Das sind Beispiele von Grundeinstellungen, die wir helfen, bei einem Projekt mit Kunden von uns vor dem Pilot überhaupt einzusetzen, so dass der Kunde meistens weiß, dass er in einen Pilot gehen kann, der zwar frei ist, der die Möglichkeit gibt, Teams zu evaluieren, aber auch sicher bedacht ist. Und dann wären wir beim zweiten Schritt, sehr wichtiger Schritt, herauszufinden, wie kann Teams neue Methoden der Zusammenarbeit im Unternehmen befördern. Was hat das mit Governance zu tun? Das hat damit zu tun, dass diese Requirements, die man da erschafft, am besten mit IT und mit Business-Leute zusammengetragen werden und entsprechend Use Cases abgebildet werden, die dann auch die IT versteht. Und so kann eigentlich ein Teil davon auch in die Governance einfließen. Luca, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es gibt da gerade eine interessante Frage zum Setzen dieser Labels. Du hast von Verschlüsselung gesprochen. Ist das dann auch so eingepflegt, dass ich das als Rahmen habe? Kannst du da etwas dazu sagen? Ja, das kann ich nachher kurz zeigen, wie das gehen könnte. Ja. Danke. Wichtige Fragen, die hier auftauchen, haben wir so zusammengestellt, weil
wir haben da jetzt viel Erfahrung gemacht bei Kunden und wissen so ein bisschen, was sind die wichtigsten Governance-Fragen, die man sich stellen muss. Die haben wir hier zusammengefasst. Es geht von der Kreation von Teams über Gastzugang, Namenskonventionen, Apps, die möglich sind und auch ein Workflow, ein Lifecycle von Informationen, von Teams, die man durchführt. Um Teams eben zu evaluieren, was da möglich ist und was nicht, führen wir Workshops durch. Und da würde ich euch gerne ein paar Bilder zeigen, wie ein solcher Workshop aussieht. Wir haben auch Assets erschaffen, wie das Teams Game zum Beispiel, welches wir mit Experten aus Design Thinking zusammen mit unserer technischen Expertise rund um Microsoft Teams entwickelt haben. Und diese Methoden ermöglichen uns ziemlich effizient, eine solche Use-Case-Definition zu erschaffen. Nun will ich euch das kurz zeigen. Ich gehe da wieder auf den Tenant, wo ich vorher war. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Teams-Struktur, die wohl bedacht ist. Und wir gehen da meistens so vor, dass wir ein Adoption-Team erstellen. Und innerhalb dieses Adoption-Teams führen wir auch die ganze Planung, eben der Adoption-Plan, der hat mein Kollege George vorher erwähnt. Nebst der ganzen Planung können wir da auch Arbeitselemente austauschen. Wir sehen hier, wir fangen meistens mit einer Ist-Analyse an und einer Pilotkonfiguration, verschiedene Workshops, aber wir helfen auch eben bei der Implementation rund um Exchange Online, FileShare, Migration, Azure AD Setup. Um den Use Case von Teams zu verstehen, verwenden wir dann auch den Teams Planner. Das ist auch ein Asset, welches wir innerhalb von Lifetiles entwickelt haben. Und von hier aus können wir dann entsprechend diese Teams-Struktur, diese Informationsarchitektur so abbilden, damit wir sie dann entsprechend auch umsetzen können. In den Übersicht haben wir dann Empfehlungen, welche uns dann die Möglichkeit geben, die Governance auch zu verstehen. Und da sehen wir da zum Beispiel, dass 25% meiner Teams Gastzugang brauchen und 42% meiner Teams sensitive Daten beinhalten. Das gibt mir als Governance-Experte so ein bisschen den Anschein, ja, man will mit Externen zusammenarbeiten und trotzdem muss man einen Schutz haben für sensitive Daten. Jetzt komme ich kurz auf deine Frage, George. Besten Dank. Von vorher, die habe ich jetzt fast vergessen. Diese Sensitivity Labels, eben diese sensitiven Informationen, das sieht dann so aus, dass wenn ich aus Teams aus ein Team erstellen will, automatisch eine gewisse Datenklassifizierung vorgeschlagen bekommen. Und wenn ich jetzt hier da zum Beispiel C4 nehmen würde, dann sehe ich, habe ich das so eingestellt, dass ich gar keine öffentliche Teams oder organisationsweite Teams erstellen kann, sondern nur private Teams erstellen kann. Und wie vorher im Label gesehen, wären da die Daten dann entsprechend auch verschlüsselt. Gut, der dritte Schritt, Teams Governance implementieren. Sobald man den Pilot durchgeführt hat, haben wir auch die Findings und da geht es jetzt darum, die richtigen Assets auszuwählen, wie ich zu dieser Governance komme. Ein Beispiel war es vorher mit den Sensitivity Labels, welche ich bei den Grundeinstellungen einsetzen kann, aber wir haben auch oft die Gelegenheit, eigene Assets zu entwickeln, wenn man zum Beispiel sieht, dass die Grundeinstellungen nicht genug sind und ein Governance-Produkt zu viel ist, können wir dann mit Flows, Power Apps oder eben auch PowerShell oder auch mit der Schulung von Superusers diese Teams-Kreation entsprechend fordern. Zu guter Letzt, der nächste Teil,
Unsere Governance-Tools, die wir anhand von Anforderungen auf den Markt gebracht haben. Wir haben Assets entwickelt innerhalb von Lifetiles, die wir als Produkt vermarkten, um entsprechend Teams-Templates abzubilden. Und bei einer solchen Teams-Template gehen wir dann entsprechend auch mit dem Teams-Planner vor, den ich vorher kurz vorgestellt habe. Dort versuchen wir als ersten Schritt herauszufinden, für was erstelle ich ein Teams. Wenn ich weiß, für was ich ein Team erstelle und was dann in diesem Team für Einstellungen, für Gäste zum Beispiel, für Mitgliedschaftsbeispiele stattfinden müssen, was für Kanäle. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wenn ich ein Projekt erstelle, dann will ich immer die gleiche Architektur an Kanälen haben, oder ich will jedes Mal, wenn ich ein Projektteam erstelle, automatisch eine gewisse App dahinter haben, können wir das innerhalb von Templates definieren. Ein anderer Teil, welche alle unsere Teams Governance Applikationen bieten, ist ein Governance Dashboard, das dann für Administratoren die Übersicht gibt, über wie viel diese Teams verwendet werden, wie der Lifecycle dieser Teams aussehen soll. Es gibt auch die Möglichkeit, Approval Workflows einzubauen, weil eben oft dieser Self-Service im Großunternehmensbereich nicht erwünscht ist, und so kann man eigentlich mit Super-User arbeiten, damit sie zum Beispiel ein Request für ein neues Team approven oder nicht. Unsere Produkte dazu sind Matchpoint for Teams und Wisdom for Teams. Condense for Teams wird euch im nächsten Webinar vorgestellt. Und gerne würde ich euch jetzt anhand eines kleinen Beispiels Wisdom for Teams vorstellen. Wir sind hier wieder in einer Microsoft Teams-Umgebung und wir sehen, Wisdom for Teams integriert sich als Applikation exzellent in Microsoft Teams. Und Wisdom for Teams gibt uns auch weitere Möglichkeiten nebst der Governance. Und so kann ich dann über Wisdom for Teams auch Artefakten in ganz Office 365 provisionieren. Das ist ein gutes Beispiel, falls man nicht nur Teams verwendet, sondern auch SharePoint, ein Intranet verwendet innerhalb von Office 365 oder andere Systeme hat, wo man auch Artefakte darin provisionieren will, kann man das mit Wisdom for Teams machen. Und da sehen wir jetzt, haben wir verschiedene Workspace-Typen kreiert. Wenn ich da jetzt ein Team provisionieren will, kann ich da auch Metadaten einfügen, die ich auch entsprechend selbst definieren kann. Und im Hintergrund von diesen Metadaten kann ich dann auch Aktionen definieren, wie zum Beispiel eben, was passiert, wenn Audit Time ist, oder was passiert, wenn es in einem gewissen Kontext stattfindet, oder was passiert, wenn externe Gäste darauf sind. So kann Wisdom for Teams die Governance enhancen. Gut, ich hoffe, ihr fandet das spannend. Das war der erste Teil, wenn es um Governance geht. Wir werden dann auch weitere Webinare um Governance geben, wo wir dann etwas mehr ins Detail geben. Ich gebe das Wort wieder dir, George. Bist du noch da? Ich bin noch da, Luca. Und ich möchte kurz noch eine Frage aufgreifen, die jetzt mehrmals gestellt wurde. Und zwar, wie lange dauert so eine Governance-Planung? Kannst du da noch kurz etwas dazu sagen? Ja, grundsätzlich, die Governance-Planung an sich dauert nicht so lange. Sie dauert meistens muss man eben herausfinden mit Security und Compliance, was sind so die was ist der Grundrahmen. Die gesamte Governance-Planung wird dann entsprechend mit der Planung von Microsoft Teams für den Einsatz definiert. Also
es ist nicht so, dass wir als erstes ein Pilot fahren müssen, um herauszufinden, wofür wir Teams verwenden, sondern wir machen das gleich begleitend. Governance ist ein Teil des Prozesses von Anfang an bei uns. Besten Dank, Luca. Das war sehr spannend. Ich möchte jetzt noch kurz einen Blick werfen in unsere Angebote in diesem Kontext. Also einen kurzen Einblick geben, wie wir typischerweise Kunden zu Microsoft Teams betreuen. Am erfolgreichsten natürlich, wie wir es eingangs mit der Methodik gezeigt haben, über den ganzen Zyklus hinweg, also Envision, Implement, Manage und Adopt. Wir haben dabei aber einige Elemente speziell als Accelerate-Programm zusammengestellt, um auch mit den Learnings aus der Corona-Krise Zeit zu sparen und praktisch alle Aufgaben remote haben zu können. Hier unser Team Support Service und Accelerators, die wir Kunden anbieten. Typischerweise sind das Implementierungsprojekte für Teams selber, aber auch Governance-Werkzeuge für Teams, wie es jetzt Luca ausgeführt hat. Intranet oder eine notfallsichere Kommunikation mit Mitarbeiter-App oder auch Einführungen von Telefonie ins Festnetz. Weiter sehen wir, wir haben unsere Unterlagen auch jederzeit aktuell auf der Website zur Verfügung gestellt, wie die Webinars, die aufgenommen werden, Tipps und Tricks, aber auch die eingangs erwähnten User Guides. Und weil es schnell gehen muss, haben wir einige Elemente aus unseren Support-Services mit einer verkürzten Teams-Rollout-Projekt zusammengebaut und so überarbeitet, dass das remote funktioniert. Typischerweise sind damit in 1 bis 2 Wochen sind sie damit live, also ready für Remote Work und Mobile. Individuell für jeden Kunden angepasst, aber auch mit der Möglichkeit, sich später zu vertiefen mit dem Support Service über Dauer und natürlich mit unseren Accelerators mehr aus Teams rauszuholen. Wir kommen abschließend zu den Q&As, Open Shop, werden Fragen aufnehmen. Lassen Sie mich kurz noch einen Überblick gewinnen. Ja, viele Fragen zum Thema Security, Datenhaltung, sind meine Daten sicher oder auch ich möchte meine Daten in der Schweiz haben. Geht das, Luca? Ja, das geht eigentlich soweit sehr gut. Ich kann das vielleicht auch noch kurz zeigen, wie das möglich sein kann. Sehen wir da zum Beispiel diesen Tenant hier. Kann man da sehen innerhalb des O365 Admin Tenants. Kann ich jederzeit sehen, wo sich meine Daten befinden. Und hier sehe ich auch gleich, dass die Exchange, SharePoint und Teams Daten sich in der Schweiz befinden. Besten Dank. Dann kommen wir zum Closing. Jawohl. Da würde ich euch gerne einen kleinen Einblick geben im nächsten Webinar. Dort geht es um Unternehmenskommunikation in Microsoft Teams. Unser CEO Patrick Püntener wird euch am 11. Mai aufzeigen, wie man die Unternehmenskommunikation innerhalb von Microsoft Teams einfließen lassen kann, sodass sie gleich nahtlos stattfindet. Und somit wird eigentlich Teams nicht nur als Kollaboration, sondern auch als Kommunikationsplattform in allen Hinsichten verwendet. Nun würde ich euch gerne noch ein letztes Mal einbeziehen und da hätte ich auch noch gerne, dass der George die Kamera einschaltet, weil es gibt etwas zu gewinnen heute. Es ist und zwar
gibt es heute das Teams Game zu gewinnen, welches wir von Lifetiles gemeinsam mit Design Thinking Spezialisten entwickelt haben, um Teams Use Cases zu definieren. Wenn ihr das Teams Game gewinnen wollt, könnt ihr innerhalb des Q&A Teams Rules einschreiben plus eure E-Mail-Adresse und wir werden dann einen Gewinner auslosen. Danke, Luca. Kleines Korrigendum, es ist der 11. Juni, das nächste Webinar. Habe ich was anderes gesagt? Du hast den 11. Mai gesagt. Ach, yeah. Das wäre schon das vorbei. War, ja. Das 11. War, ja. Juni freuen wir uns. Ja, wir freuen uns. Gut, dann möchte ich mich auch bei meinen Kollegen bedanken, Michele Casazza, der im Hintergrund uns immer hilft, diese Webinare überhaupt stemmen zu können. Und auch bei George, es war wieder mal toll mit dir heute. Danke, und Luca. Gleich vor weiter. Allem will ich mich bei euch allen bedanken. Ihr seid so viele und werdet immer wie mehr an diesen Webinaren. Und ich freue mich jedes Mal von neuem, euch zu begrüßen zu können und vor allem mit euch zusammenzuarbeiten. Tschüss zusammen und bleibt gesund. Ja, bleibt gesund. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.